Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute widme ich mich einem ganz besonderen Thema und zwar 3D-Druck für die Retro-Sammelei. Und zwar kann man damit ganz, ganz viele tolle Sachen anstellen. Ich persönlich habe einen klassischen 3D-Drucker seit ungefähr anderthalb Jahren und habe mir jetzt zuletzt zu Weihnachten einen Resin-Drucker gegönnt, der ein bisschen vom ganz, ganz groben Unterschied her halt ein bisschen feiner drucken kann, ein paar schöne Figuren drucken kann. Wie zum Beispiel hier habe ich diese eine größere Figur von HeroQuest gedruckt. Hier mal als Vergleich das Original. Und es kommen viele, viele Vorurteile. Na, da ist mein Gesicht noch im Fokus. Es kommen viele, viele Vorurteile, wie teuer die Dinger sind. Und was sie können, was bringen die überhaupt? Vielleicht schlagt euch ja mit den Gedanken herum, euch so ein Ding anzuschaffen. Ich kann euch hier natürlich jetzt keine großartige Kaufberatung für einen 3D-Drucker machen, aber es wird billiger, als ihr denkt. Immer wenn ich wieder mit Leuten spreche, wie teuer mein 3D-Drucker war, was man da so mit Sachen machen kann, bin ich auf viele, viele Vorurteile oder Missverständnisse gestoßen. Klar ist natürlich, es ist ein Thema, womit man sich so ein bisschen reinfuchsen muss. Man hat so ganz viele Stellschrauben, wo man hier und da immer mal wieder rumtesten kann. Aber ein, sag ich mal, relativ günstiger Einsteigerdrucker kostet so um die 200 Euro. Das geht noch, ist natürlich jetzt kein Pappenstiel, aber man kann sehr, sehr viele Sachen damit tun. Und ich habe auch schon sehr, sehr viel Geld damit gespart, allein meine ganzen Aufsteller. Die zeige ich euch gleich alles im Detail für meine Sammlung und so weiter. Wenn ich diese alle gekauft hätte, wäre das schon relativ teuer geworden. Wie gesagt, eine Kaufberatung kann ich euch hier nicht machen. Informiert euch da etwas selber. Günstige 3D-Drucker auf 200 Euro. Im Internet findet ihr viel, viel Videos von viel kompetenteren Leuten als ich. Ich zeige euch in diesem Video vier Präsentations- und Aufbewahrungsarten für eure, in Klammern, Retro-Spiele-Sammlung. Eine Sache ist nicht für Retro-Spiele, aber das werdet ihr sehen. Ich werde hier auch exotische Sachen aussparen, wie zum Beispiel hier dieses kleine Teil. Das habe ich testweise jetzt gerade mal vor drei Tagen ausgedruckt. Und zwar ist das ein Virtual Boy Adapter, womit man den quasi auf einen normalen Mikrofonarm machen kann. Ich habe mir nur gedacht, echt super Sache, dass man nicht auf diese Ständer angewiesen ist, aber die wenigsten von euch werden einen Virtual Boy haben und die wenigsten von euch werden einen Mikrofonständer haben, so wie ich das habe für meine Aufnahmen. Deswegen habe ich sowas jetzt einfach mal ausgeklammert. Aber genug der langen Vorrede, ich habe euch alle Sachen verlinkt, denn, was habe ich vergessen zu sagen, es gibt diese eine große Seite thingiverse.com. Es gibt natürlich viele andere Seiten noch, wo ihr entsprechende Sachen euch runterladen könnt, aber das ist quasi die Seite, wo ihr euch kostenlose Vorlagen runterladen könnt. Da einfach mal ein bisschen, könnt ihr einfach mal interessehalber einfach mal ein paar Griffe reingucken und mal gucken, was er euch denn ausspuckt. Und dort habe ich alles gefunden. Die Verlinkung für die einzelnen Sachen habe ich euch unten in das Kommentarfeld reingeschrieben. Und fangen wir an mit einer sehr, sehr unscheinbaren Sache. Und zwar dem hier. Das sieht es auf den ersten Blick erstmal sehr seltsam aus. Ne? Es sind verschiedene Ebenen hier, wo man anscheinend was draufstellen kann, aber das ist wirklich das zentrale Piece meiner Sammlungsdemonstration, Präsentation auf jeden Fall. Ihr seht an den eingeblendeten Bildern, dort könnt ihr auf diese einzelnen Slots könnt ihr Gameboy-Spiele raufstecken. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen, gibt es auch für Super Nintendo-Spiele, Game Gear-Spiele und so weiter. Und das finde ich eine wirklich sehr, sehr schöne Art des Präsentierens, weil der Ständer an sich, der nimmt sich so ein bisschen zurück, denn man sieht nur so ein bisschen den Fuß da unten hervorblitzen. Und man hat die Module im Vordergrund. Ich bin ja ein Modulsammler und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Wie packe ich die schön ins Regal rein? Ich habe hier für meine Sammlung normale Billigregale, da passen die Dinge auch sehr gut rein. Wie präsentiere ich die vernünftig, dass man das Cover sehen kann? Da gibt es natürlich so Leute, okay, die nehmen alte DS-Hüllen, präparieren die ein bisschen, drucken sich ein Cover aus und so weiter. Das war mir allerdings auf Dauer ein bisschen A zu teuer, weil die ganzen DS-Hüllen, die sind auch nicht umsonst und auch ein bisschen zu aufwendig. Jedes Mal, für manche Spiele gibt es Vorlagen für die Cover, für manche eben nicht. Und das ist schon immer so ein bisschen nervig. Und da sprechen diese Module einfach für sich selbst. Sie sind da relativ stabil drauf. Man hat verschiedene Ebenen, man kriegt in ein Regal
Material, Boden, sehr, sehr viele Sachen drauf. Und da kann man einfach wirklich die Masse demonstrieren. Und ich finde das wirklich sehr, sehr geil. Da verschwinden die Module nicht einfach in irgendeiner Kiste und werden nicht gesehen, sondern die stehen da. Das Cover spricht für sich. Finde ich eine herrliche Variante des Präsentierens. Ja, Super Nintendo, die Module, die stecke ich da auch drauf. Bei der Verlinkung werdet ihr sehen, in dieser Datei sind verschiedene Größen angegeben für verschiedene Modularten. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und gerade habe ich jetzt gesprochen von wegen einem Aufsteller, der sich so eher zurücknimmt. Bei dem Aufsteller hier finde ich es schön, dass er sich eben gerade nicht zurücknimmt. Und zwar ist das ein Aufsteller für Gameboys, also für die Hardware. Und der Gameboy passt da erstmal super drauf, der kann ja von allein sich alleine nicht stehen. Das hat ja jetzt keinen Haken hinter wie der Game Gear, dazu kommen wir später, wo er jetzt irgendwie alleine stehen kann oder ähnliches. Und hier dieses Design finde ich halt einfach super, weil diese Ecke hier, das ist halt diese typische Gameboy-Ecke. Und das finde ich so einen ganz kleinen netten Kniff, um das nochmal so ein bisschen wieder aufzunehmen und einfach nicht nur so ein liebloser Ständer zu sein, wo der Gameboy draufsteht. Und das finde ich eine super Sache, habe ich schon ein paar Mal ausgedruckt, benutze ich auch, um Modulpackungen, also OVPs drauf zu präsentieren, dass sie nicht umkippen, dass sie so ein bisschen angeschrägt da draufstehen. Das passt auch ganz gut, aber ist natürlich für Gameboys gedacht. Wunderbare Sache, ist auch relativ schnell ausgedruckt, ist nicht sehr hoch. Macht sehr Spaß und finde wirklich den Designer schön, dass er diese Lautsprecher damit eingebaut hat, auf jeden Fall. Und kommen wir zum letzten Aufsteller, und zwar nämlich hier diesen kleinen hier. Wenn ihr erstmal sehen, sieht er etwas komisch aus. Das ist wieder ein Aufsteller, der sich eher zurücknimmt, und zwar für den Game Gear ist. Ich habe auch einen Game Gear, und wie gerade schon angesprochen, hat er natürlich diesen Bügel da hinten, womit man den eigentlich aufstellen kann. Nur ist der bei meinem Game Gear schon sehr ausgeleiert und nicht mehr sehr stabil. Das wird wahrscheinlich vielen alten Game Gears gehen, weil das Ding einfach nicht darauf ausgelegt ist, 30 Jahre auf und zu gemacht zu werden. Natürlich jetzt nicht 30 Jahre, aber na, ihr wisst schon, was ich meine. Und dieses Teil hier, das passt perfekt darunter und hält den Game Gear quasi ganz zurücknehmend super in Position. Finde ich eine wunderbare Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Und als letztes habe ich einen super Tipp für eure Switch-Spiele. Und zwar, ihr werdet sehen, auf den ersten Blick ist das ganz normaler Fragezeichen-Block aus Mario. Man sieht es auch, es ist zweifarbig. Das heißt, vom Ausdruck her, von der Verarbeitung her, ist das natürlich etwas aufwendiger. Mein 3D-Drucker, der kann nur eine Farbe. Es gibt natürlich irgendwie Spezialdrucker, die das dann irgendwie anders können. Aber im Normalfall ist das wirklich nur einfarbig. Und deswegen müsst ihr das in zwei verschiedenen Schritten ausdrücken. Und zwar einmal das Fragezeichen und dann einmal in Weiß zum Beispiel die Aufbedruckung und dann einfach dran kleben. Das geht eigentlich. Aber wenn ihr hier dann die Box öffnet, seht ihr, ihr habt Platz für Switch-Spiele. Und das finde ich eine so super zurücknehmende Art, um die Dinger zu verstauen, weil ich habe irgendwie keinen Bock, meine Switch-Spiele ständig die Packung aufzumachen und aus dem Regal zu holen. Und hier hat man die wirklich sehr kompakt in einer wirklich thematisch sehr stimmigen Box. Und das finde ich einfach herrlich. Die kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe es bisher jeden, den ich gezeigt habe, die waren begeistert davon. Wunderbare Sache. Und da sehen wir mal, da kann man auch wirklich komplexere Sachen machen. Also ich drucke mittlerweile, weil meine Sammlung eigentlich mit Aufstellern und sowas gut ausgestattet sind, drucke ich jetzt meistens irgendwie so Warhammer-Sachen aus und irgendwie sowas. Figuren etc. Ich habe zum Beispiel hier so einen großen Space Marine, der stand früher immer hier. Mittlerweile ist meine neueste Weihnachtserrungenschaft HeroQuest da gelandet erstmal. Oder auch so kleine Aufsteller, spezielle Aufsteller, wie hier für den Game & Watch, ne? Einfach so für den neuen. Einfach so ein kleiner Aufsteller, passt wunderbar. Egal was ihr habt, ihr werdet das auf dieser Seite finden und ich kann euch wirklich nur empfehlen, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch so einen 3D-Drucker irgendwie anzuschaffen, es muss nicht teuer sein und geht auf einfach mal auf diese Thingiverse-Webseite und guckt einfach mal grob rum, was es da so alles gibt, um euch mal ein bisschen inspirieren zu lassen. Für mich damals war es wirklich das Ausschlaggebende, dass es diese Aufsteller gibt und die habe ich mir wirklich gleich dutzenderweise ausgedruckt. Ist ein bisschen Rumfummelei teilweise mit den 3D-Druckern, aber es macht eigentlich Spaß, sich da mal reinzuhören und ganz ehrlich,
Wir sind doch alle Nerds. Da ist man auch mal froh, wenn man ein neues technisches Spielzeug hat. Also, vielen Dank, dass ihr hier reingeschaltet habt und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie inspirieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.